Während hier im Hintergrund der Trailer fürs Holobash oder das Wintertide Collection Event in Verbindung mit dem Wraith Prestige Skin läuft, den wir hier in diesem Event auch sehen, beziehungsweise in dem Trailer, da war er gerade, habe ich gute Nachrichten. Ein Respawn-Mitarbeiter hat durchblicken lassen via eines Postes, dass das Matchmaking-Update schon im Dezember kommen soll. Ob es einen extra Patch im Dezember gibt, ist aktuell unklar. Es kann irgendwann im Dezember sein oder meine Vermutung im Wintertide Collection Event Update. Nächste Woche Dienstag geht das Event schon los um 19 Uhr. Ich werde natürlich live auf Twitch reinstreamen. Es ist das geilste Event meiner Meinung nach im gesamten Apex-Universum und ich habe mega Bock auf dieses Event. Ob, wie gesagt, das Matchmaking-Update hier mit drin ist, ist aktuell unklar. Vielleicht wird es hier schon mit rein implementiert und noch nicht freigeschaltet. Das kann alles sein. Keine Ahnung. Was genau da passiert, was da gefixt wird, ist auch noch nicht wirklich klar. Das Einzige, was gesagt wurde, dass ein Mittelwert aus allen drei Lobby-Mitspielern gefunden werden soll. Ihr seid von mir aus Gold, einer aus Dia, einer aus Predator und aus diesen drei Klassen wird ein Mittelwert gebildet und aufgrund dieses Mittelwerts werden deine Gegner ermittelt, um eine Runde zu starten, ungefähr auf eurem Niveau. Das kann natürlich sein, dass dadurch das Matchmaking, also die Suche nach einer Runde ein bisschen länger dauert, aber das würde ich gerne in Kauf nehmen, damit endlich das Matchmaking richtig funktioniert. Wenn es mehr Details gibt, Patchnotes für dieses Event, wo vielleicht inhaltlich irgendwas dazu erzählt wird, bin ich natürlich am Start, werde euch auf den Laufenden halten. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall wie immer über einen Daumen nach oben freuen, ein Abo, wenn ihr neu seid und so weiter und so fort. Und wie gesagt, nächste Woche Dienstag um 19 Uhr, ich streame live ins Event rein und freue mich schon mega auf euch. Das war's von mir, haut rein, ciao.